Schatz, ich will mein Kofferhalten-Video machen und ich habe noch immer keine Ahnung, wie ich die Videoreihe machen soll. Deswegen fangen wir diesmal an, wie es war in dem Monat. Machen wir es mal so. Also, ich habe zu viel Geld ausgegeben in dem Monat. Viel zu viel. Ihr werdet gleich hören, wie viel. Es war wirklich, wirklich viel zu viel. Aber ich habe einen Mantel gefunden. Dann habe ich, ich glaube, ihr habt es in Haul eh gesehen. Ich schaue gerade nach. Ja, das war dieser Beauty, also Fashion Beauty Haul, was fast eine Stunde ging. Also, das meiste war von Oktober und, also, ein bisschen was war noch von Oktober und das meiste aber war von November. Und da habe ich wirklich übertrieben, habt ihr das Video gesehen. Wenn nicht, verlinke ich euch das gerne unten, aber Wahnsinn. Da habe ich wirklich übertrieben. Und ich wollte mich im Dezember ein bisschen bremsen. Musste aber jetzt die Sachen dazu schreiben, die ich im November noch vergessen habe. Also, ja, ich muss mich da ein bisschen mehr, nächstes Jahr unbedingt mehr da reinhängen, das ein bisschen ordentlicher zu machen. Weil ich habe das Gefühl, ein paar Rechnungen verschwinden, dann tauchen sie auf einmal wieder auf, dann muss ich das beim nächsten Monat dazu schreiben, lauter so eine Kacke. Also, ab nächstes Jahr will ich mich dann generell wieder ein bisschen mehr zurückhalten und auch ein bisschen ordentlicher das aufschreiben. Ihr habt ja den Haul gesehen, hoffe ich. Mehr muss ich ja dann nicht sagen. Ich habe aber beim Oasis sehr viel gekauft. Ich war dann noch mit einer Freundin unterwegs und ich habe mir einmal diesen Jeffree Star Lippenpeeling-Ding da gekauft. Beim Highlighter war ich noch brav, weil ich ja noch so viele habe, aber ja, also so sieht es mal aus. Also man will es nicht sehen. Ausgeben habe ich 300,09 € und ich war 200 € natürlich drüber, weil ich habe ja nur die 100-Euro-Grenze, was natürlich zu viel war und deswegen, ja. Also das war extrem übertrieben. Ich meine, okay, ich habe Quant braucht, aber es war wirklich übertrieben. Wirklich. Also es musste wirklich nicht sein. Dann war ich ja mit meiner Arbeitskollegin beim Actionmarkt. Ich hoffe, man sieht's. Ja, ich habe jetzt nochmal nachgeschaut, weil ich muss das Ganze unbedingt wegräumen. Ich habe auch gesehen, ich habe da noch was für einen Tobi. Upsi. Aber das kann ich Ihnen das nächste Mal ja geben. Vielleicht packe ich das noch ein. So, zum Spaß, weil die Lin durfte ja letztes Mal auch was auspacken. Ich habe mir 12 von diesen Kokosnuss-Reinigungstüchern gekauft. 12. Das heißt, ich muss eine Weile lang nicht mehr zum Actionmarkt. Aber ich. Actionmarkt, so. Aber das Positive ist, bei uns hat in der SCN einer aufgemacht. Und das heißt, ich werde mal dorthin gucken. Ich meine, ich brauche keine mehr. Ich habe ja 12 Stück von den Dingen. Aber ich werde trotzdem mal hingucken. Ich brauche zwar nichts, aber ich brauche ja nie was. Oh, da habe ich noch eine Packung in der Hand. Dann habe ich gesehen, Cucumber Under Eye Pads. Die musste ich natürlich auch wieder mitnehmen, obwohl ich eh noch welche habe. Aber die sind ja nicht teuer, die Sachen. Das ist immer das, was mich so ein bisschen reizt, leider. Und dann habe ich noch zwei Tuchmasken mir gekauft, weil die habe ich noch gar nicht gesehen gehabt dort. Das ist eine Tuchmaske natürlich mit Mandelöl und Vitamin E. Und das klang voll cool. Und ich habe die noch immer nicht probiert, weil ich habe dann noch einen schwarz. Mit Seesalz und sowas. Die habe ich auch noch. Ich bin so verkühlt, das nervt mich. Ja, also die Rechnung, glaube ich, habe ich gar nicht aufgeschrieben. Die muss ich auch jetzt im Dezember dazu schreiben. Ist mir gerade aufgefallen. Glaube ich, muss nochmal nachschauen. Aber ich glaube, ich habe sie vergessen dazu zu schreiben. Wie ich mich kenne. Ja, es steht kein Actionmarkt dort. Obwohl ich extra mir das aufgehoben habe. Ja, in letzter Zeit ist das. Ihr wisst das ja, glaube ich, eh schon. Ich muss ja das ja nicht 100 Mal wiederholen. Aber in letzter Zeit funktioniert auch mein Gehirn nicht so ganz. Und deswegen vergesse ich solche Sachen leider. Aber nächstes Jahr. Ich sehe es mal positiv, dass nächstes Jahr nicht so eine Scheiße passiert und das nächstes Jahr besser wird. Ja. Ihr könnt mir gerne mal in den Kommentaren schreiben, wie ihr jetzt die Reihenfolge findet. Ob ihr das besser findet, wenn ich zuerst darüber rede und dann die Sachen zeige. Und ich lasse mir noch was einfallen, ich verspreche es. Es dauert nur eine Weile, bis ich mir was einfallen lasse, aber ich werde mir was einfallen lassen. Und das heißt, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bye!